Ich habe die Freude, hier ein Grußwort, wie Katja das genannt hat, sagen zu dürfen. Und danach die Susanne Ferschl, ich brauche die einzelnen MdBs jetzt nicht vorstellen, ne? Das macht ihr dann alle selber, weil es ja hier die halbe Fraktion da, was sehr gut ist und was ja auch im Übrigen etwas sagt. Ich kann mich noch gut erinnern, als damals im Jahre 2002, 2003 Gerhard Schröder ja den Auftrag an den VW-Personalvorstand Peter Hartz gegeben hat und gesagt hat, also wir brauchen Hartz-Reformen, die also den Arbeitsmarkt und so weiter mit dieser Attitüde. Und ich kann mich erinnern, dass noch bevor die feststanden, war durch die Aufgabenstellung klar, wohin die Reise geht. Und wir damals, da war es noch die PDS, damals vehement dagegen protestiert haben. Und wir haben damals vor dem französischen Dom gestanden mit Trommeln und haben gegen diese Hartz-IV-Gesetzgebung, gegen das gesamte Paket getrommelt. Schon damals, als das noch gar nicht durch den Bundestag gewesen ist. Und ich erinnere mich wirklich noch gut, wie dann damals abends in den Nachrichtensendungen die Übergabe der CD von Peter Hartz an Gerhard Schröder gezeigt worden ist und dann davor protestierende Trommler. Also das ist immer bei mir in Erinnerung als Start damals von Hartz IV. Und es war noch nicht mal so 100% klar, was das bedeutet. Wir haben das vermutet und es ist teilweise sogar noch viel schlimmer gekommen. Es ist völlig unbestritten hier, eigentlich kann ich alles, was Katja zitiert hat, hier nochmal wiederholen. Es ist die größte Sozialkürzung in der Geschichte der Bundesrepublik. Und unser Satz, den wir immer ganz weit nach oben gestellt haben, Hartz IV ist Armut per Gesetz, hat sich eindrucksvoll bestätigt. Das ist die Realität, dass die Realität vielen Menschen ist jede Sicherheit genommen worden. Postuliert hatten sie damals im Übrigen was anderes, aber das Gegenteil ist eingetreten und auch darauf hat Katja in ihrer Rede verwiesen, es hat fundamental die Gesellschaft verändert, weil es nicht nur eine Veränderung für die Betroffenen gegeben hat. Es ist das Ausspielen auch der Beschäftigten gegen Menschen, die von diesen Leistungen leben müssen. Das alles hat diese Reform mit sich gebracht. Und wenn heute unendlich viel über Entsolidarisierung geredet wird, dann ist das eine der Ursachen mit ganz großer Sicherheit. Und ich will jetzt nicht diese Gesetzgebung als Ursache für die komischen Leute, die da uns gegenüber sitzen, nehmen, aber es gibt auch ein bisschen einen Zusammenhang damit. Ich will das zumindest so erwähnen, wenn man sich nochmal daran zurückerinnert. Wir haben das auch davor kritisiert mit Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe. Katja hört ihre Rede nochmal, die ist auch gut genug, die kann man oft hören, das ist in Ordnung. Die ist, nur die Sitzungsverlauf. Alles gut. Wir wissen heute alle, Sie, ihr wisst das alle noch viel besser als ich, dass Hartz IV heute weniger eine Sozialleistung ist, als viel, viel mehr ein gesellschaftliches Stigma geworden ist. Es ist so, will das mal einmal erwähnen, Peter Hartz hat sich im Übrigen davon mal distanziert. Er ist also jetzt nicht mehr einer, der sagt, das war schon alles richtig, im Gegensatz zu anderen. Also wir haben ja hier, was hat der von der CSU gesagt? Das ist eine Erfolgsgeschichte. Da kann ich nur sagen, muss völlig ohne Bezug zu den Leuten sein, die da irgendwie betroffen sind. Also Peter Hartz, das macht das alles nicht besser. Aber zumindest hat er das später gemacht. Fakt ist auch eins, und ich will das auch ausdrücklich bedauernd sagen, von dieser in Anführungsstrichen Erfolgsgeschichte hat sich die SPD bis heute nicht erholt. Und ich bedauere das ausdrücklich, weil die Situation eben jetzt so ist, wie sie ist im Deutschen Bundestag. Wenn du wirklich, wir sind für eine andere Partei zuständig, aber Fakt ist, dass sie damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt wesentlich gesprengt hat, was sie jetzt in Koalitionsverträge schreibt, und dass das eine der Ursachen für ihren Niedergang ist, ohne Wenn und Aber. Und dazu gehört eben auch die Feststellung, dass das gesamte System, das Hartz-System, aber in besonderer Weise Hartz IV, ist gescheitert. Wir haben als Ergebnis, gestern hatten wir eine Aktuelle Stunde, Susanne Ferschl hat dazu geredet und festgestellt, dass eben mehr Menschen zur Tafel gehen in dem reichen Deutschland. Und es hat damit zu tun, dass eben wir in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren haben. Hat direkt mit Hartz IV zu tun. Wir sind, wie hast du das gestern genannt, Weltmeister im Lohndumping. Das ist genau die Wahrheit, die Realität, dann sind die so oberschlau und sagen, sie sind doch Gewerkschafterin, da können sie auch. Das sind alles so Äußerungen, wo ich nur sage, ein Teil fehlt hier wirklich ein Stück weit die Realität. Und ich als jemand, der Haushaltspolitiker über viele Jahre war, der kann eben auch
feststellen, dass dieses ganze System auch durch die Aufstockerleistungen dem Steuerzahler unendlich viel Geld kostet. Ich meine, es sind 10 Milliarden Euro an Steuergeld. Das kann man anders haben, indem man das überwindet. Ich verstehe auch nicht, wieso die Leute, die hier immer über sehr viel über ausgeglichene Haushalte sagen, das eben nicht in den Blick haben. Und ich will eine kleine Bemerkung machen, weil ich diesem Thema auch persönlich in besonderer Weise verbunden bin, das Thema Kinderarmut. Auch da gibt es einen Zusammenhang, dass die Zahl der Kinder in Armut oder die von Armut bedroht sind, eben jetzt auf Kinderschutzbund 4,4 Millionen gestiegen ist. Das hat damit zu tun. Es hat viele Kinder getroffen und viele dieser Kinder, die heute bedroht sind oder in Armut sind, sind eben Kinder, die Hartz-IV-Familien sind. Und was das konkret bedeutet, vom Eis bis zum Kinobesuch, auch das ist von uns ja mehrfach gesagt worden, ich glaube in der Rede, den Ausschnitt, den hattest du nicht, das hast du, glaube ich, da auch gesagt, was das für die einzelnen Kinder bedeutet, das ist weiterhin ein Riesenproblem. Und deswegen gehört dazu, wenn man über diese vielfachen Demütigungen redet, auch die Tatsache, dass es in unserem Land einen Wahnsinnsreichtum gibt, wo sich eben gar keiner rantraut. In der letzten Woche nochmal das Thema Erbschaften und Erbschaftssteuer. Milliardäre, die dann 0,2% Steuern zahlen, das ist einfach ein Riesenskandal. Und da braucht auch niemand erzählen, dass das eine finanzielle Frage ist. Es ist keine finanzielle Frage. Also jedes Mal, wenn hier Haushaltsberatungen sind und wir haben ja jetzt dieses Reformprojekt, was von der Grundidee wirklich eins ist, die Grundrente, gar keine Frage, es ist eine. Aber von dem ursprünglichen, was Hubertus Heil vorgeschlagen hat, ist nur noch ein Teil geblieben. Und die Kosten sind 1,4 Milliarden. Und in denselben Haushaltsberatungen werden dann die Mehrkosten für einen Marinehubschrauber auch von 1,4 Milliarden zufällig die gleiche Zahl. Da sehen wir, in was für einer irren Situation wir sind und niemand muss mit dem Finanzproblem kommen. Immer Ihnen irgendwer das erzählt, das ist ganz großer Unsinn. Ich habe damit auch eine Bemerkung gemacht zu dem Thema Altersarmut. Auch da gibt es eine Korrespondenz. Matthias W. Birkwald hat gestern gesagt, das Rentner-Hartz IV, richtig, denn die Grundsicherung ist nichts anderes und die Zahl der Menschen, die in Grundsicherung leben, steigt auch. Das alles hat mit diesen Ursprüngen zu tun, die damals vor 15 Jahren beschlossen worden sind. Ich kann mir nur wünschen, dass nicht nur das Urteil, was das Verfassungsgericht, was immerhin ein Schritt ist und wo wir auch ausdrücklich positiven Bezug drauf genommen haben, dass vor allen Dingen aber auch die Beschlüsse, die die Sozialdemokraten jetzt auf ihrem Parteitag, ich meine, die haben ja leider schon mehrfach beschlossen, dass sie Hartz IV überwinden müssen. Das ist jetzt ein bisschen wenig. Also ich würde mir aber wünschen, dass man vielleicht dahin kommt und damit auch eine gewisse Hoffnung verbindet, dass wirklich in einem Projekt, was nur funktionieren wird, wenn die Linke sehr stark ist, dass wir wirklich eine Chance haben, dieses System zu überwinden. Deswegen der letzte Satz, den Katja hier in dem Film gesagt hat, der stimmt. Es wird weiter kämpfen bedeuten. Wir hier im Bundestag werden das machen wie in all den Jahren. Das haben wir, ich glaube, da kann man uns wirklich nichts vorwerfen. Das haben wir immer wieder aufgerufen. Aber Sie alle, ihr alle kennt die Wirkung. Wir müssen mehr tun, gemeinsam mehr tun. Und wir dürfen uns da nicht entsolidarisieren lassen. Das wünsche ich mir und in diesem Sinne wünsche ich auch der heutigen Veranstaltung ganz viel Erfolg und darf dann das Wort gleich an einer meiner Stellvertreterinnen, an Susanne Ferschel, die ja den Arbeitskreis Arbeit, Soziales, Gesundheit, dem sie vorsteht, gleich geben. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Dietmar. Ich will gleich anknüpfen an dem, was Dietmar Bartsch auch gesagt hat, und zwar die Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Also letztendlich hat ja auch, und das kennen Sie, das kennt ihr alle, dieses neoliberale Framing dazu beigetragen. Also man erzählt, sage ich mal, uns ja seit 15 Jahren, dass Not mehr Eigenverantwortung nötig ist, dass letztendlich jeder seines Glückes Schmied ist. Und schiebt damit eigentlich so ein Stück weit die Verantwortung auf diejenigen ab, die von Hartz IV betroffen sind und sagt, selber schuld, wenn du eben keinen Job findest und man muss eigentlich nur die Daumenschrauben immer weiter andrehen und dann funktioniert das. Und das ist natürlich eine ziemlich zynische Betrachtungsweise. Und ich bin sehr froh, jetzt heute auch hier zu sein und dass Sie und dass ihr alle da seid, auch nochmal von herzlich begrüßen auch an der Seite, weil es gab und es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die sich
eben nicht zurückgezogen haben, sondern und diesen Unsinn nicht geglaubt haben, sondern die gegen Hartz IV ankämpfen, die auch immer wieder darauf hinweisen, dass das eben eine falsche Sichtweise ist und die eben dem Hartz IV, wo Katja richtig gesagt hat, wir werden da niemals unseren Frieden damit machen, Hartz IV bekämpfen. Und viele von euch kämpfen ja auch in oder diskutieren in lokal vernetzten Initiativen, in Gewerkschaften, Verbänden und Beratungsstellen und so weiter gegen Hartz IV. Und ich glaube, dass dieser gemeinsame Widerstand, also wir haben es noch nicht geschafft, dass Hartz IV weg ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man auch ein Stück weit sagen, dass da durchaus sich Dinge bewegt haben, dass es da durchaus auch zumindest Erfolge gibt. Ich will das Beispiel oder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch ansprechen, wo ja jetzt zumindest die Sanktionsregeln deutlich eingeschränkt worden sind. Und auch, dass die SPD darüber jetzt diskutiert und sagt, wir müssen Hartz IV überwinden. Und die Grünen, die ja damals mit dabei waren bei der Agenda 2010, als die sagen, also als Hartz IV beschlossen worden ist, jetzt sagen, wir müssen weg von den Sanktionen. Das ist ja durchaus auch diesem Druck, diesem gesellschaftspolitischen Druck geschuldet. Und da würde ich auch die Linke durchaus ein Stück weit loben und sagen, links wirkt an der Stelle auch, weil wir immer mit dem Thema Sanktionsfreiheit nach vorne gegangen sind. Und in all den Jahren jetzt in der Situation sind, dass es zwei weitere Parteien gibt, die es zumindest sagen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ob das dann auch umgesetzt wird, das werden wir dann sehen, weil letztendlich heißt es ja so schön, an den Taten werden wir sie messen. Und ich fand es ja auch ganz beachtlich, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht dem Druck, dem öffentlichen Druck auch der Verbände und geschuldet war, weil es gab ja kurze Zeit nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, haben Sie bestimmt alle mitbekommen, dann kurz den Aufreger, dass es eine Meldung gab, dass aus dem Arbeitsministerium, dass die Sanktionen jetzt, dass es Überlegungen gibt, wie man doch die Sanktionen wieder addieren kann, sodass man in Summe dann doch zu höheren Sanktionen als 30% kommen kann. Und dann gab es sofort auch über die Öffentlichkeit da den Druck von den Verbänden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht das auch dazu geführt hat, dass der Arbeitsminister Hubertus Heil dann da sofort zurückgerudert ist und gesagt hat, nee, das ist ausgeschlossen. Also deswegen bin ich überzeugt davon, es bringt was, diese ganzen Initiativen, diese Diskussionen, dieser Kampf, dieser gemeinsame Kampf, der bringt durchaus was. Und ich komme ja aus dem betriebsrätlich-gewerkschaftlichen Bereich. Ich war selber über 20 Jahre lang Betriebsrätin und Betriebsratsvorsitzende. Und ich habe natürlich auch einen eigenen Blick auf Hartz IV. Ich war damals noch in der Gewerkschaftsjugend. Ich war im Bundesvorstand der Gewerkschaft NGG, als die Agenda 2010 umgesetzt worden ist. Und für mich war damals sofort klar, das ist auf keinen Fall ein Weg, den man beschreiten kann. Wir hatten dann durchaus auch innergewerkschaftliche Diskussionen, weil es gab eine Seite, die meinte, naja, so dramatisch ist es nicht. Und es gab durchaus eine Seite, die versucht hat, immer wieder zu sagen, nee, Hartz IV ist im Übrigen, das hat Dietmar ja auch gesagt, ist nicht nur eine Sache, die die direkt Betroffenen betrifft, sondern logischerweise auch die Menschen, die noch in Arbeit sind. Weil wenn natürlich dieses Damoklesschwert Hartz IV über den Beschäftigten hängt und wir eine Zunahme haben von befristeten Arbeitsverhältnissen, von Leiharbeit und so weiter, ist klar, dass diese Kolleginnen und Kollegen nicht mehr für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen streiten oder streiken, weil sie wissen, wenn sie arbeitslos werden, dann droht ihnen letztendlich Hartz IV. Also es ist eigentlich ein Erpressungsinstrument, was da in Kraft gesetzt worden ist. Und hat zudem auch, das hat Dietmar gesagt, zu einem der größten Niedriglohnsektoren in Europa geführt. Und es ist wirklich, und so habe ich es gestern auch in der Rede gesagt, es ist eine Schande in diesem reichen Land, dass wir Armutslöhne haben, dass wir so viele Menschen haben, die von Armut betroffen sind, Kinder, Rentnerinnen und Rentner und ganze Familien. Hartz IV ist ja letztendlich auch das ist eine Unverfrorenheit, die es bislang noch nicht gelungen ist zu verändern, dass das Existenzminimum so künstlich klein gerechnet wird. Also der Hartz IV-Regelsatz ist ja, sage ich mal, liegt ja unter dem Existenzminimum. Da hat man einige Rechentricks und Dinge angewendet, um da letztendlich
entsprechend das Geld zu sparen. Und wir als, also logischerweise kämpfen wir für eine sanktionsfreie Mindestsicherung, das ist das Ziel. Trotzdem haben wir gesagt, es macht Sinn, auch auszuformulieren, was wir als einen ordentlichen Regelsatz ansehen. Und wir sagen, es müsste sofort der Regelsatz auf mindestens 582 Euro erhöht werden, um letztendlich, wenn man diese Berechnungen, diese Rechentricks umkehrt, dass das, sage ich mal, das Minimum ist. Und da sind wir im Übrigen die Einzige, es ist auch was, was die Verbände fordern, da sind wir übrigens die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die da wirklich auch eine konkrete Zahl macht. Und mich macht das ebenso wütend, wenn ich sehe, wie leichter die Diskussionen laufen, wenn es um Steuererleichterungen für Unternehmen geht oder wenn es darum geht, eben Rüstung, die Ausgaben für Rüstung aufzustocken und auf der anderen Seite dann die Diskussion ist, man hätte kein Geld, sage ich mal, um den Menschen das Minimum der Existenz zuzugestehen. Also das ist wirklich eine Sache, die ich beschämend finde für diesen Staat. Vielleicht ein Punkt noch zum Thema Niedriglohnbereich, weil das natürlich ja auch eng zusammenhängt. Es gibt ja so viele Menschen, die auch ihren Lohn aufstocken müssen, weil der Lohn nicht zum Leben reicht. Ein aktuelles Beispiel, Systemgastronomie, das ist die Gewerkschaft, von der ich bin, Nahrung, Genuss, Gaststätten, verhandelt gerade Tarifverträge. Die Forderung der Kolleginnen und Kollegen ist kein Lohn unter 12 Euro, weil sie wissen, wenn jemand unter 12 Euro verdient und sein Leben lang dort gearbeitet hat, fällt er auf die Grundsicherung oder muss Grundsicherung beantragen. Und das ist natürlich dramatisch und mir persönlich ist sehr daran gelegen, dass wir den Kampf gegen Hartz IV immer als einen gemeinsamen Kampf verstehen. Also als einen Kampf derjenigen, die direkt betroffen sind, die erwerbslos sind und mit denjenigen gemeinsam, die noch eine Arbeit haben, aber die entweder nicht zum Leben ausreicht oder eben in prekäre Beschäftigungsverhältnisse gedrängt worden sind. Und deswegen ist für uns natürlich auch die Forderung, dass wir sagen, es darf kein Lohn unter 12 Euro sein. Wir brauchen auch wenigstens einen Mindestlohn von 12 Euro, um da die Grenze einzuziehen. Klar ist für uns, wer arbeitet, muss davon gut und sicher leben können. Das Arbeitslosengeld muss länger bezahlt werden, es muss höher sein, also man muss besser abgesichert sein. Also wir wollen eine bessere Absicherung im Arbeitsleben, wir wollen eine bessere Absicherung in der Arbeitslosigkeit und wir wollen auch mit diesen ganzen Rechentricks aufhören, als unterste Auffanglinie die sanktionsfreie Mindestsicherung. Da hat die Linke auch im vergangenen Jahr zu allen Punkten, also manche gibt es schon länger, manche Konzepte, einige Konzepte haben wir ausformuliert. Ich glaube, wir können uns da wirklich konzeptionell gut sehen lassen. Wir haben da sehr, sehr gute Antworten. Für uns geht es einfach darum, jetzt weiter dran zu bleiben, damit diese Konzepte natürlich auch Realität werden, damit sich auch wirklich was in den konkreten Lebensbedingungen verbessert. Und da haben wir viel vor. Und heute schauen wir auch ein Stück weit zurück auf 15 Jahre Kampf gegen das Armutsregime. Hartz IV ist Armut per Gesetz, so wie es gesagt worden ist. Und ich hoffe, dass wir, also ich freue mich auf die gemeinsamen Diskussionen, auf den gemeinsamen Austausch und ich hoffe, dass wir auch alle gemeinsam wieder ein bisschen Kraft schöpfen können, um nicht nachzulassen in diesem gemeinsamen Kampf. Vielen Dank. Applaus